Hallo, mein Name ist Tom und endlich ist der Patch da. Ich wollte eigentlich wieder diese Mein erstes Mal Runs hochladen, aber leider ist unsere Stammgruppe nicht zusammengekommen, da halt einige gerade im Urlaub sind jetzt im Sommer und ja, dann wurden die Videos nicht ganz so lustig. Was wir hier jetzt sehen, ist die erste Run im Timescape oder Zeitriss auf Deutsch. Hier haben wir uns Verstärkungen aus verschiedenen Gilden geholt und so. Und ja, da kennt man sich nicht so gut und dann wird's einfach nicht ganz so lustig. Drum kommentiere ich jetzt noch ein bisschen drüber, während wir uns das mal angucken. Und zum Schluss sehen wir dann den Endboss im erfolgreichen Versuch. Das war so der 6. Anlauf, glaube ich, oder der 7. sogar, ich weiß nicht mehr. Und das sehen wir dann mit Originalkommentar. Dann könnt ihr das mal ein bisschen angucken, was wir da so diskutiert haben und vielleicht, wenn ihr noch nicht drin wart, das ein oder andere schon mal ableiten. Euch interessiert natürlich vor allem, wann kommen denn die Guides hier? Ne? Ich will einen Guide für die Ini. Ja, die kommen, die kommen. Ich versuche diesmal wieder wirklich zügig, also so nach 3, vielleicht 4 Tagen einen Guide hochzuladen, der nicht ganz so ausführlich ist, auch nicht so lang ist, auch vielleicht den ein oder anderen Fehler enthält oder die ein oder andere wichtige Info nicht erwähnt, einfach weil es halt zeitlich zu knapp ist, weil man nach 3-4 Tagen noch nicht wirklich alles weiß, was man da so tun kann und machen kann und so weiter. Jo, was haben wir im neuen Patch denn überhaupt so bekommen? Wir haben 4 neue Inis, einmal Flotte, dann Caprima, Zeitriss und Acherons Inferno. Flotte und Caprima scheinen mir doch eher so ein bisschen die einfacheren zu sein, wo man einfach so ein bisschen den Schmuck mal farmen kann oder so ein paar von diesen Marken und Fragmenten, die man so zum Craften braucht. Ganz gemütliche Inis. Über Flotte gibt es ja bereits einen Guide, den ihr auch auf meinem Channel finden könnt. Es haben sich ein paar Sachen verändert. Gerade beim zweiten Boss gibt es eine neue Mechanik, der macht da so Säulen hin und wenn die rot sind, kriegt der Boss Consti und wenn man die Säulen kaputt macht, kriegt er den Buff eben nicht mehr. Das wäre so, glaube ich, mehr oder weniger aber auch schon die einzige Neuerung in der Flotte. Ansonsten war das einfach Copy-Paste, bisschen mehr Leben für die Bosse. Damals war die Ini ja für Level 60. Und jo, passt schon, passt schon. Guckt euch den Guide an, wenn ihr es braucht. Ansonsten ist die Ini wirklich nicht schwer. Caprima ist auch schon mal im Spiel gewesen. Vor ungefähr 2 Jahren war die drin. Und die wurde ein bisschen verändert, einfach so vom Layout her, aber auch da wurde vieles gecopy-pastet. Leider habe ich da aber noch keinen Guide dazu. Ich muss mal schauen, die Ini ist wirklich nicht schwer, also ich glaube, da ist ein Guide auch gar nicht so dringlich oder wichtig wie für Acherons und Zeitriss. Darum werde ich mich doch eher auf Acherons und Zeitriss konzentrieren, was die Guides angeht. Aber ich hoffe, ich schaffe es dann auch für Caprima noch so einen ganz kurzen Guide zu machen. Auch in Caprima übrigens gibt es ja nur mehr oder weniger so ein bisschen Schmuck und ein bisschen von diesen Fragmenten und Abzeichen und Marken und so weiter und so fort. Jo, dann eben Acherons Inferno, Normal Mode und Hard Mode. Normal Mode ist ja nicht allzu schwer, man ist ja auch zu 10. Und wenn ein paar jetzt nicht so die Leistung bringen, dann macht das ja gar nichts, weil andere es wiederum kompensieren. Und Hardmode ist schon ein bisschen knifflig, vor allem der Endboss ist witzig. Bis zum Endboss hin ist es eigentlich nicht so ein großes Ding, aber beim Endboss gibt's, oder zumindest heute am Patchday gab's lustige Situationen. Da hatte man das Gefühl, ja, jetzt wipen wir, jetzt ist vorbei, aber dann schafft's doch einer noch irgendwie einen Heiler zu retzen und dann schaut's eine halbe Minute später völlig perfekt wieder aus, alles schaut gut aus. Und ja, dann macht er einmal seine fette AOE mit 60k für alle und so und seine Damage-Aura und so und dann schaut es wieder voll scheiße aus und so. Das war echt witzig heute. Ich hatte wirklich massiv Spaß in der Ini. Also, wenn ihr noch nicht wartet, gebt mal Acherons Hardmode. Ist wirklich lustig. Und hier haben wir Zeitriss. Zeitriss finde ich einfach geil, weil es so voller Mechaniken ist. Allgemein habe ich das Gefühl, in diesem Content geht es eher so ein bisschen um Teamwork, Mechaniken verstehen und so weiter und weniger um einfach stupide Damage fahren. Zum Beispiel gerade wieder in Acherons beim Endboss, wenn er den Schild anmacht, ist nicht so, ja, du hast jetzt 30 Sekunden Zeit, das Schild kaputt zu machen und wenn du es nicht schaffst, ist Wipe. Sondern der Boss geht einfach ab, solange das Schild an ist. Und das finde ich viel, viel cooler, weil diese scheißblöden Damage-Checks gehen mir einfach auf den Sack. Zum Beispiel auch beim Luftschiff am Anfang mit diesen Ads, das war ja nichts anderes als ein Damage-Check.
Und hier habe ich das in diesem Content jetzt so noch nicht sehen können und das gefällt mir ganz, ganz gut. Scheint auch so, dass man das Gear wirklich super schnell zusammenkriegt. Es gibt diese Boxen, wo dann eine Waffe oder so perfekt für deine Klasse bestimmt rauskommt und nicht, dass du dann hoffen musst, dass jetzt mal für mich die Lanzerwaffe fällt und dann fallen immer irgendwie Reaper-Waffen oder so, obwohl kein Reaper dabei ist. Also wirklich cooler Content, auch sonst coole neue Änderungen, zum Beispiel die Class Balance und so. Jo, freut mich. Und jetzt schauen wir uns unseren ersten erfolgreichen Versuch in Zaltris Normal Mode beim Endboss an mit Originalkommentar. Ich hoffe, es wird nicht allzu langweilig und jo, viel Spaß dabei. Ja, es wird schon. Laut und deutliche Anweisungen, ne? Mach deinen Scheiß hier. Okay. Der Donut steht richtig. Kein Donut nehmen. Außen müssen wir es einmal. Einer oder keinen? Keinen. Und innen? Innen muss einmal. Machen wir das. Außen hast du? Es steht alles richtig. Super. GG. Das war's für den Boss. Ey Martin, du bist auch so eine Pflaume. Ja, das ist wie immer, naja, da habe ich auch mal einen Boss abgelegt. Ja, nur dass die hier voll lange bleiben. Wir können den ja ein bisschen rotieren. Ist gar nicht so schlecht. Gechillt rausgehen. Ich bin der Nächste, der geht. Weck mich! Wieso? Ah, nee, er hupt mich. Dumm. Ah, jetzt bin ich raus. Nicht rangehen. Das ist böse, böse. Ah, jetzt kriegen wir den Buff dann gleich. Das ist cool. Willst du das verstehen lassen, Tom? Ja, jetzt lassen wir das einfach so und dann wipen wir nicht. Stattdessen verreckt diese Scheiße von Boss hier. Oh. Okay. Kann ich doch den durch? Gut. Nein. Nein. Was haben wir überhaupt gekriegt? Herr Roten. Stellt LP wieder her. Reparieren, dass die Ausdauer sinkt. Kann man machen, ne? Ja, gibt's auch einen Damage-Buff, oder? Ich glaube nicht. MP, LP und Concealer oder so. Ja, man kann gar nicht durchspringen, oder? Jein, du bist ich komm nicht durch. Der ist zu fett. Fuck, ich bin sowas von dem Ding gedodged. Was ist das? Fuck. Oh, diese Gunner-Roboter hier. Stimmt das noch? Das stimmt noch. Okay. Ja, es passt. Ich hätte schon was gesagt, Tom. Ja, ich habe Angst, dass der das rotiert irgendwann, wenn er Bock drauf hat. Ich glaube, das macht er nur im Hard Mode. Sieht er seine Jacke aus. Was los? Was ist das wieder hier? Würfel.
Mein Debuff läuft immer aus, wenn er da Käfig macht und so. Gleich kommt das, wo man ihn stunnen muss, ne? Man macht da die Ansage, also jetzt müssen wir darauf achten. Wann kommt das? Wenn er auf Null ist, oder? Ja, ich bleib noch ein bisschen drin, das geht schon. Das kannst drinnen bleiben, das ist der Käfig, der bis dann später auflöst, ohne dass er links macht, glaube ich. Wenn ich mir nicht erinnere. Ja, das glaube ich dir aber nicht, du. Dann viben wir wieder. Ich bleib drinnen. Ich verzieh mich gleich. Ich bleib drinnen. Oh shit. Hä? Da bist du wohl falsch gelegen. Da gibt's nämlich drei Käfige irgendwie. Das Außen stimmt nicht mehr. Guck mal, Ringo. Shiro. Stimmt. War eh gleich tot. Wir müssen außen drehen. Mitte stimmt auch nicht mehr. Warum nicht? Weiß ich nicht. Auf was wollen wir das jetzt drehen, Tom? Auf das Grüne, was da leuchtet? Ja, müssen wir. Da müssen wir Donut und alles. Ach, jetzt vipen. Ach komm, hau einfach den Boss kaputt. Scheiß drauf. Full Damage. Dann schaffen wir es vielleicht. Drin bleiben, Damage. Das schaffen wir. Es geht. Ja, easy. Haha! Fick dich! Ja, Kackbohnen, Kackbohnen. Beutekiste mit Meisterwerk, Alkais, was ist denn das? Ja, ich würde sagen, eine Kiste mit Meisterwerk, Alkais. Habt ihr alle Valonas Würfelkiste gekriegt? Noch nie gesehen. Ja. Das ist geil, ne? Muss man nicht werfen. Oh. Also.